Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Ja, ich hoffe, euch geht es ein bisschen besser wie mir. Wer mir auf Instagram folgt, der hat gesehen, dass mich eine Sommergrippe erwischt hat. Deswegen höre ich mich heute auch noch ein bisschen an wie Kermit der Frosch. Wir haben heute Samstag. Es gibt euer Sonntagsvideo, also heute wieder ein bisschen stressig. Aber ich habe mich jetzt in den letzten Tagen ein bisschen auskuriert. Mir geht es soweit auch wieder ganz gut. Also krank sein ist ja generell immer scheiße, aber ja, wenn man dann hier noch 35 Grad hat, ist es dann doch noch ein bisschen bescheidener. Und Vicvaporub und Hühnersuppe, Tee, Grießbrei, das waren in den letzten 3 Tagen meine besten Freunde. Ich hatte für euch noch das Aufgebraucht-Video gedreht, ihr habt es gesehen, mir ging es super. Und in dem Moment, wie ich die Kamera abgeschaltet habe, habe ich ein Kratzen im Hals gemerkt, habe dann auch gedacht, ja gut, Mutti hat wieder ein bisschen zu viel gequatscht. Das war dann aber leider nicht der Fall, sondern es ist dann wirklich stündlich den Berg abgegangen und es kamen Gliederschmerzen, ganz schlimme Halsschmerzen, Schwindelgefühl, Fieber hatte ich, kam dann alles noch dazu. Und ja, wie gesagt, heute geht es mir einigermaßen und ich wollte natürlich nicht riskieren, dass bei mir hier eine E-Mail nach der anderen reinkommt mit Mecker und Anschiss und Sandra, wo bleibt unser Sonntagsvideo und was ist los? Mama natürlich vorab, ja, Mama ist ja immer die Erste, die hier am Meckern ist, wenn keine Videos von mir kommen. Aber gut, ja, wie gesagt, heute geht es mir ganz gut. Wir haben jetzt Samstag, ihr könnt es an der Unterschrift erkennen, es handelt sich heute um meine Bodylotions. Ich hatte diese Woche auf Instagram auch ein Bild gepostet mit der Frage, was wollt ihr gerne sehen? Und dann hatte ich euch ja in meinem Aufgebraucht-Video erzählt, dass ich jetzt so langsam nach und nach eben die Wünsche abarbeiten werde. Und da ich heute mein Badezimmer aufräume und meine Bodylotions oben stehen und meine Masken unten und man ja von oben nach unten putzt, fange ich jetzt mit den Bodylotions an und zeige euch heute mal, was ich alles hier habe. Also ich zeige euch immer nur eine Bodylotion und erzähle euch dann aber, ob ich dazu noch Backups habe und wie viele. Die sind jetzt auch nicht irgendwie nach Rang sortiert, also die letzte ist jetzt nicht die schlechteste und die erste ist nicht die beste. Ich werde dann aber, ja, Ende vom Video werde ich euch dann meine liebsten Bodylotions dann doch nochmal zeigen, wobei ich denke, meine Stammschätzeleins, die können sich eins und eins zusammenzählen und wissen auch schon, welche Bodylotions ich in die Kamera halten werde. So, also wie gesagt, sollte ich mich heute noch ein bisschen nasal anhören, vielleicht zwischendurch noch ein bisschen husten, also ich sitze hier auch immer noch mit Kamillentee, mit Kaffee ist bei mir noch nicht ganz so viel, dann bitte verzeiht. Und ja, wie gesagt, soweit geht es mir ganz gut. Gesicht habe ich auch gemalt. Heute ein bisschen mehr Schichten wie sonst, weil sonst wäre ich doch sehr blass gewesen. So, meine Lieben, wo fangen wir denn an? Also, ich habe hier eine ganz große Kiste. Oh, Moment. Die auch sehr schwer ist. So. Diese Teile, diese Aufbewahrungsteile, die gab es übrigens mal bei IKEA in so einem Set von klein bis groß und ich finde die super praktisch, weil die vom Material her auch ganz toll sind, kann man immer wieder mal zwischendurch abwischen und ja, also wenn ihr da Interesse habt, Moment, ich zeige es euch nochmal. So, ja, so sehen diese Aufbewahrungsteile aus, hier unten dann mit Reißverschluss, kann man also schön zusammenklappen, wenn man die Dinger dann nicht braucht. So, also wir fangen jetzt mal mit den Bodylotions an, die außen rum stehen. Und da kommen wir zu dem ersten und zwar ist das von Balea. Das ist diese Spray-on Bodylotion. Ich muss sagen, ich finde sie vom Duft her, finde ich sie sehr gut. Ich mag sie. Ich mag generell diese Sprühlotion sehr gerne, weil es sehr schnell geht. Kommen wir auch gleich zur nächsten, weil dann kann ich euch nämlich Top und Flop. Also Pro bei dieser Balea-Creme ist einfach der Duft und er erinnert mich auch sehr an den von Vaseline Spray and Go. Diese Bodylotions, die liebe ich. Das Problem bei dieser Balea Bodylotion ist einfach, dass die meiner Meinung nach nicht so schnell einzieht und man immer so einen leicht schmierigen Film auf der Haut hat, was ich jetzt nicht sehr angenehm finde, gerade bei diesen hohen Temperaturen. Hier, die sprüht man sich auf und man
cremt sich ein und man merkt sofort, wie dumpf es auf der Haut wird, weil die Creme einfach super schnell eingezogen ist. Man kann sich sofort anziehen, man hat kein klebriges und wappiges Gefühl auf der Haut. Ich muss sagen, wie gesagt, vom Duft her sind sich beide sehr, sehr ähnlich. Ich habe von dieser Bodylotion, habe ich jetzt auch, glaube ich, noch zwei Backups. Die ist jetzt bis zur Hälfte leer. Ich verwende sie dann mittlerweile abends. Abends ist es ja egal, ne? Da zieht man sich Pyjama an oder ein schickes Nachthemdchen. Weiß ja nicht, womit ihr ins Lalaland geht. Aber Tatsache ist einfach, wenn man sich das abends aufträgt, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn die Creme nicht so schnell einzieht. Diese Creme, die verwende ich sehr gerne, wenn ich es eilig habe. Einfach, wenn ich nach dem Duschen mich sofort fertig machen muss, was das Anziehen angeht, weil man sprüht sie sich wirklich auf. Moment. So. Zack. Ist dann so eine weiße Flüssigkeit. Dann cremt man sich einfach ein und jetzt merke ich schon, wie es dumpf wird. Ja, also hier kann ich euch auch zeigen, sprühen wir mal hier drauf. Hier creme ich und creme ich und creme ich und creme ich und man hat einfach immer das Gefühl, dass man weiter cremen und weiter cremen und weiter cremen kann, weil es einfach nicht einzieht. Und wie gesagt, hier hat man dann einfach so einen schmierigen Film auf der Haut, was hier überhaupt nicht ist. Also hier merke ich jetzt einfach nur, dass ich eine ganz weiche Haut habe. Der Duft ist wirklich sehr ähnlich, der von Vaseline, der riecht vielleicht noch ein bisschen frischer, ja, ein bisschen blumiger. Also hier ist ja auch Aloe Vera enthalten und hier, ja, ein bisschen pudriger. Also ich finde beide Düfte, finde ich, sehr angenehm. Ich mag auch beide Cremes, aber hier eben der Nachteil, dass es nicht schnell einzieht. So, da wir schon bei den Spray and Go sind, dann habe ich hier nochmal eine von Vaseline. Das ist diese mit Kakaobutter. Die finde ich auch sehr lecker. Ich mag den Geruch von Kakaobutter. Und auch hier, ne, also einmal in grün, einmal in braun. Die gibt es auch nochmal in gelb. In gelb hatte ich sie auch schon. Da finde ich den Geruch auch sehr angenehm. Ich würde mir diese Cremes auch jederzeit nachkaufen, weil ich sie einfach super praktisch finde. Wie gesagt, zack, draufgesprüht, angezogen und raus aus dem Haus. Man muss also nicht stundenlang warten, bis man sich einen Schlüpper über den Poppes ziehen kann. Und ja, also das ist mir hin und wieder, ist es mir ganz wichtig. Obwohl ich ja eigentlich zu den nicht eincremefaulen Menschen gehöre. Ich mag auch den, das Gefühl auf der Haut, wenn man eingecremt ist. Aber es muss eben ein schönes Eincreme-Gefühl sein. Und das hier, das ist mir, also von Balea, das ist mir ein bisschen zu schmierig. So, dann kommen wir zu einer Creme. Das ist für mich leider ein Flop, aber wegschmeißen kann ich sie nicht, weil da so eine emotionale Schiene bei mir ist. Es handelt sich von Playboy um das Play It Sexy Body Lotion, 24 Hours Hydrating, also 24 Stunden Feuchtigkeit, Sensual Vanilla Scent mit Vanilleduft. Ich muss auch sagen, dass ich den Duft wirklich sehr, sehr gerne mag. Ja, es ist wirklich ein sehr angenehmer Duft, so typisch Playboy-mäßig meiner Meinung nach. Aber ich reagiere auf diese Creme. Wenn ich sie mir auf die Arme aufschmiere, geht es noch, aber wenn ich es mir auf die Beine oder auf den Bauch auftrage, dann bekomme ich so einen Juckreiz und leicht rote Pickelchen. Also es ist nicht angenehm, deswegen habe ich von dieser Creme auch immer noch sehr viel, weil ich es mir einfach nur auf die Arme auftragen kann. Ich jetzt auch nicht jeden Tag nach Vanille riechen möchte. Ich finde, es ist vom Duft her eine schöne Creme, wenn man auf Vanille steht. Ich vertrage sie leider nicht. Ich habe sie damals von meiner lieben Debbie Maus, von der Belle Allure. Ich knutsch dich, meine Maus. Ich grüße dich hiermit. Habe ich damals geschenkt bekommen, wie ich in Deutschland war. Und ja, das ist für mich einfach so eine emotionale Schiene. Immer wenn ich was geschenkt bekomme, auch von euch, ja, von meinen Schätzeleins. Und es ist jetzt was dabei, was ich nicht vertrage oder was ich nicht mag. Was wirklich nicht oft der Fall ist. Also ihr kennt meinen Geschmack sehr, sehr gut. Ich kann dann aber einfach nicht die Produkte wegschmeißen. Und deswegen ist diese Creme bei mir immer noch in der Sammlung. Ich werde sie auch weiterhin verwenden. Wie gesagt, eben für meine Arme oder fürs Dekolleté. Aber auf meine Bauch, Poppes, Beine komme ich nicht mit klar. Ich weiß nicht, ob ich an den Beinen oder am Bauch eine andere Haut habe wie an den Armen. Keine Ahnung. Aber ich reagiere nicht komplett, sondern wirklich nur teilweise.
So, also auch diese Playboy Play It Sexy habe ich in meiner Sammlung. So, dann kommen wir, womit machen wir denn weiter? Ja, machen wir mal von Balea mit dieser Body Lotion White Passion mit dem Duft von weißen Blüten und Acai-Beeren. Das ist ein sehr frischer Duft mit einer fruchtigen Unternote. Wer mich kennt, der weiß, Frucht ist eigentlich nicht so meins, aber ich muss sagen, dass die frische Note doch mehr rauskommt. Es ist eine sehr leichte Creme, kann ich euch mal auftragen. Ja, es ist eine sehr leichte Creme. Die Pflegewirkung ist jetzt nicht super duper, aber ich muss sagen, für den Sommer finde ich sie eigentlich ganz gut. Sie lässt sich sehr schön verreiben, sie lässt sich schön in die Haut einarbeiten, sie zieht schnell ein. Sie hat, wie gesagt, einen frischen, fruchtigen Duft, aber für mich nicht zu fruchtig, sondern mehr blumig ein bisschen. Ich finde den Duft eigentlich sehr, sehr lecker. Ich rieche momentan gar nicht ganz so viel. Ja, habe ich mir heute, glaube ich, das falsche Video ausgesucht, aber ihr wisst es, ich bin im Düftebeschreiben eh nicht hier der Hit. Ja, aber war eine Limited Edition. Ich weiß auch gar nicht, ob es diese Creme noch gibt. Ich verwende sie hin und wieder sehr gerne, gerade wenn ich jetzt ja, rausgehe und jetzt nicht groß schwitzen möchte oder wenn ich jetzt nicht glänzen möchte wie ein Fischschwanz, dann verwende ich die hin und wieder ganz gerne. Dann eine absolute Lieblingscreme von mir ist von Aldo Vandini, diese Pure Hydro Body Fluid in der Geruchsrichtung Baumwolle und weiße Magnolie. Also das ist ein Duft, Leute, wenn ihr auf frische Düfte steht, ja, wenn ihr riechen wollt wie frisch aus der Waschmaschine. Diese Creme ist wahnsinnig toll, was den Duft angeht. Pflegemäßig muss ich sagen, es ist jetzt keine Creme, die groß pflegt, aber ich habe jetzt auch keine super trockene Haut, von daher komme ich mit dieser Creme wirklich sehr gut klar. Wie, ja, ihr könnt es wahrscheinlich nicht erkennen, aber es ist schon so weit von mir aufgebraucht. Da habe ich auch ein Backup von meiner lieben Marion zugeschickt bekommen. Ich finde den Duft einfach fantastisch. Auch die Aufmachung von dieser Verpackung ist wunderschön, ja, mit diesem Flieder und dem Weiß und dem floralen Muster. Sieht dann im Badezimmer natürlich auch sehr hübsch aus. Und ja, da stehen wir Mädels ja drauf, ne? Also muss ja immer alles zusammenpassen bei uns. Und von daher, es ist eine Kaufempfehlung von mir, gerade was den Duft angeht, weil ich finde den Duft megamäßig toll. Die Pflege, wie gesagt, für mich reicht es. Ich würde jetzt aber super trockenen Häutchen, würde ich diese Creme nicht empfehlen, weil ihr von der Pflegewirkung einfach nichts haben werdet. Auch das ist für mich eine Creme bei warmen Temperaturen, nach dem Duschen oder zwischendurch einfach mal, wenn ihr das Gefühl habt, eure Haut braucht ein bisschen Feuchtigkeit, dann einfach hier mit diesem Fluid hinterher. Es ist eine sehr flüssige Creme und ja, lässt sich aber auch ganz toll in die Haut einarbeiten. Und ich finde, dass sie, ja, jetzt wo ich es wieder so auf meinen Fingern merke, sie hat so ein bisschen eine buttrige Konsistenz, aber lässt sich einarbeiten wie eine normale Bodylotion. Und der, oh Leute, ganz, ganz toller Duft. Also Aldo Vandini, Baumwolle und weiße Magnolie, definitiv eine Kaufempfehlung von mir. So, dann geht es weiter mit, ja, hier habe ich noch meine Fußcreme drin von Balea. Da sage ich jetzt nichts zu, weil kennt ihr ja alle von mir. Dann habe ich dieses schöne Stückchen von Yves Rocher, ist es. Das hatte ich ja zugeschickt bekommen von einem Schätzelein von mir, zusammen mit dem passenden Duschgel. Habe ich noch nicht verwendet, weil ich mir gedacht habe, ich bewahre mir das mal auf, wenn ich irgendwann wohin reise. Ich reise ja auch so oft, ne, Schätzeleins. Nein, aber das steht bei mir einfach im Badezimmer, zusammen mit dem Duschgel. Ich finde, es sieht total schön aus. Und ja, auch der Duft ist sehr angenehm. Doch, ich mag ihn und irgendwann, wenn ich mal irgendwo hinreisen werde, wird diese Bodylotion und das Duschgel dazu dann auch in meinen Koffer kommen und dann werde ich das Ganze verwenden. Mit 50 Millilitern. So, dann habe ich hier eine meiner liebsten Cremes, auch von Balea, die Cremeöl Bodylotion mit Marulanussduft und Mandelöl.
Samtweiche Intensivpflege für trockene, beanspruchte Haut mit 40% Ölanteil. Das ist jetzt die, die ich in Verwendung habe. Ich habe noch zwei Backups, habe ich von Schätzeleins zugeschickt bekommen. Ihr wisst es, ich liebe diese Bodylotion. Die hat so einen tollen, tollen, nussigen, angenehmen, nicht aufdringlichen Duft. Also ich finde diese Bodylotion so klasse. Vor allem auch, weil sie lässt sich ganz toll in die Haut einarbeiten. Hier eine weiße Konsistenz. Wie gesagt, es kommt mit 40% Ölanteil. Man hat hinterher einen ganz, ganz tollen Schimmer auf der Haut. Meiner Meinung nach zieht sie auch sehr schnell ein. Da scheiden sich wieder die Geister. Viele sagen, das ist zu viel. Für meine Haut passt es wunderbar. Und dieser Duft ist einfach nur phänomenal toll. Also wirklich richtig nussig. Ich denke auch für viele wäre das ein Winterduft, aber ich mag ihn einfach so sehr, dass ich ihn auch im Sommer verwende. Wobei ich kann bei unseren Temperaturen da ja keine Rücksicht nehmen. Es ist bei uns immer warm. Und gerade wenn man ja jetzt ein Kleidchen anhat, ja, wo man die Beine zeigt, und dann sie hinterlässt einfach einen so schönen Glanz und die Haut sieht so gesund aus, dass ich diese Creme immer sehr, sehr gerne verwende, wenn ich kürzere Sachen anhabe. So, dann habe ich von Balea noch die Cremeöl Bodylotion mit Traubenkernöl und Pistazienduft. Reichhaltige Intensivpflege mit 40% Ölen. Also das ist eigentlich genau die gleiche Reihe, nur dass das eben ein anderer Duft ist. Diesen Duft mag ich auch sehr gerne. Man muss auf Pistazienduft stehen, weil die Pistazie, die kommt hier doch raus. Und ja, diese Creme riecht im Gegensatz zu dieser Marulanuss, riecht sie ein bisschen frischer und ein bisschen... Nee, einfach nur ein bisschen frischer. Aber von der Pflegewirkung her ist die genauso wie die mit dem Marulanussduft. Auch die hinterlässt einen ganz, ganz tollen Schimmer auf der Haut, sodass sie einfach gesund und prall und, ne, finde ich ganz toll. Die ist jetzt bei mir noch bis hierhin voll. Aber da ich ja diese hier habe und zwei Backups von der und ich die vom Geruch her einfach vorziehe, weil ich diesen Marulanussduft so toll finde, würde ich mir die jederzeit nachkaufen. Muss ich jetzt natürlich erstmal nicht. Ich habe ja genug hier. So, dann kommen wir zu ja, einer Victoria's Secret Creme. Und zwar mein geliebtes Coconut Passion. Also hier allein schon mal die Aufmachung und die Verpackung ist natürlich ein Träumchen. Finde ich wunderschön. In jedem Frauenbad, ja, sehr hübsch anzusehen mit dem Gold und dem Pink. Und ja, natürlich liebe ich auch den Coconut Passion Duft, also Kokosnuss und Vanille. Auch hier, wer mich kennt, wer meine Videos schaut, der weiß, ich liebe das Parfum, ich liebe das Body Spray. Und natürlich habe ich mir hier auch die Creme dazu gekauft. Hat, glaube ich, mal $10 gekostet. Kommt mit 200 Millilitern. Und hier muss ich wirklich sagen, normalerweise bin ich ja jetzt nicht so der Fan von parfümierten Cremes, weil ich da einfach finde, dass die Pflegewirkung nicht so toll ist. Aber da kann ich euch echt sagen, Leute, die Bodylotions von Victoria's Secret, die sind so reichhaltig und eure Haut fühlt sich an wie ein Babypopo, wenn ihr euch damit eingecremt habt. Das hat alles so eine ganz, ganz buttrige Konsistenz. Auch hier hole ich euch ein bisschen was raus. War jetzt ein bisschen viel, aber gut. Ja, also wenn man das einarbeitet in die Haut, man merkt so richtig die Pflege, die dahinter steckt. Der Duft ist phänomenal toll. Also wenn ihr auf Coconut Passion steht, schaut euch diese Creme unbedingt mal an. Es ist eine Ultra Moisturizing Hand and Body Cream. Also für meine Hände verwende ich es jetzt nicht. Ich verwende es auch nicht oft, sondern wirklich nur, wenn ich mein Body Spray oder mein Parfum verwende. Man muss dazu sagen, dass die Düfte von diesen Cremes auch sehr, sehr lange halten. Ja? Also wenn ihr euch damit eincremt, braucht ihr eigentlich gar kein Body Spray oder kein Parfum, weil sie sehr intensiv riechen. Aber ich habe das dann einfach so im Kopf. Das ist bei mir mittlerweile Routine. Wenn ich mich morgens fertig mache, zack, 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 bisschen eingecremt, Kleider drüber geschmissen, hier an meinen Parfumschrank und dann einfach was drüber gesprayt. Und ja, aber eigentlich braucht man das bei diesen Bodylotions nicht, weil sie sehr intensiv vom Geruch sind, sehr lang anhalten vom Geruch
Und die Pflege ist wirklich toll. Ich weiß, dass die Bodylotions natürlich nicht günstig sind. Ich würde sie mir aber jederzeit nachkaufen. Und ich meine, dass es auch schon meine vierte Flasche ist. Also Coconut Passion darf bei mir in der Sammlung nicht fehlen. Dann bleiben wir bei Victoria's Secret und dann zeige ich euch hier diesen Moonlight Dream. Das ist einer der frischeren Düfte von Victoria's Secret. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal eure Nase an die Bodysprays rangehalten habt. Mittlerweile gibt es die Bodysprays bei euch im Müller, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Viele haben sich beklagt, dass sie einfach zu süß riechen, zu künstlich. Und genau das muss ich auch sagen. Ja? Also ich mag generell die Bodysprays von Bath & Body Works viel lieber. Aber das Coconut Passion ist einfach von Victoria's Secret, auch wenn es ein sehr süßer Duft ist, ein schwerer Duft. Ich liebe ihn und deswegen habe ich mir damals das Moonlight Dream mitgenommen, weil das zu den wenigen Düften von Victoria's Secret gehört, das ein sehr frischer Duft ist. Also das ist für mich so ein richtig schöner Sommerduft. Ja, Orchidee, Honeysuckle in Orchidee. Was jetzt Honeysuckle ist, weiß ich gerade gar nicht. Aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein sehr frischer Duft. Von der Pflege her genauso wie das Coconut Passion. Also da sind sie sich alle gleich, die Body Lotions. Und auch die finde ich wirklich ganz, ganz toll. Die ist jetzt bei mir ja, bis zur Hälfte aufgebraucht. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen, finde ich eine sehr, sehr tolle Creme mit ganz, ganz leckerem Duft. Dann meine letzte von Victoria's Secret, auch hier die Aufmachung ist natürlich wunderschön mit diesem Lila und dem Pink. Das ist das Secret Craving mit Black Currant and Vanilla Absolute. Das ist ein sehr, sehr süßer Duft, ein fruchtiger Duft. Diese Creme ist von mir vielleicht auch nur 2-3 Mal verwendet worden, weil mir der Duft einfach zu intensiv auf der Haut ist und zu süß für mich. Also ich weiß auch noch nicht, vielleicht hat da jemand Interesse oder ich schicke das einfach jemand von einer meiner Mäuse zu. Vielleicht kann die damit was anfangen. Ich leider nicht. Sie steht jetzt schon sehr, sehr lange bei mir rum. Ich rieche nochmal dran. Ja, also es ist ein sehr schwerer und sehr süßer Duft und sehr fruchtig und überhaupt nicht meins. Allein wegen der Verpackung würde ich sie behalten, aber das ist ja auch Blödsinn, ja, weil wie gesagt, diese Dinger, die kosten glaube ich 10, 12 Dollar und hat ja alles ein Verfallsdatum, muss ja jetzt nicht unbedingt sein, dass bei mir was kaputt geht und deswegen schaue ich da jetzt einfach mal, ob ich das bei irgendjemand ins Päckchen reinlege oder vielleicht hat da auch von euch jemand Interesse, dann gucken wir einfach mal. So, dann, was haben wir hier? Ja, natürlich, wie soll es anders sein? Von Balea, meine Bodylotion, Kokos und Shea-Nuss-Butter. Ich liebe diese Creme, dazu brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr viel sagen. Ich weiß gar nicht, in wie vielen Videos ich euch diese Creme schon gezeigt habe. So, stand nämlich auf dem Kopf, weil da ist auch nicht mehr viel drin, vielleicht noch bis hierher. Dieser Kokosnussduft ist mit einer der besten Kokosnussdüfte, die ich jemals gerochen habe, in Verbindung mit Shea-Nuss. Ich liebe diese Bodylotion. Es ist eine sehr reichhaltige Bodylotion. Auch hier weiß ich, dass viele mit dieser Lotion nicht zurechtkommen, weil es Ewigkeiten braucht, bis es in die Haut einzieht und man cremt und man cremt und man cremt und man ist immer noch weiß. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, auch das ist für mich eine Creme. Sie ist vielleicht von der Einarbeitung her ein bisschen schwerer wie andere, aber dieser Duft, Leute, dieser Duft, ihr riecht also wie Bounty persönlich. Man muss auf Kokosnussdüfte stehen, um diese Creme verwenden zu können, weil das ist einfach Sommer, Sonne, Strand pur. Cocktail in der Hand, ja, ein paar hübsche Männer außenrum, flotte Musik. Das ist für mich eine absolute Sommercreme. Wäre ich in Deutschland oder wäre ich irgendwo mit 4 Jahreszeiten, wo es Herbst und Winter gibt, würde ich diese Creme trotzdem verwenden, weil ich sie einfach von der Pflege her echt toll finde und diese Arbeit, was das Einarbeiten in die Haut angeht, sehr gerne in Kauf nehme. Ich habe, glaube ich, noch 5 Backups. Ich weiß es gar nicht. Ich gucke nachher mal, dann schreibe ich es euch unten hin. Ein Backup-Video wird von mir in den nächsten Wochen auch kommen. Kam in letzter Zeit auch ganz oft die Anfrage.
So, dann womit machen wir weiter? Ja, dann kommen wir zu einer Creme, auch von Balea, eine Limited Edition. Hatte ich mir damals, wie wir noch in Deutschland waren, kurz vor Abflug, hatte ich mir noch drei Sets, zwei oder drei, ich weiß es gar nicht mehr, gekauft. Und zwar diese Body Lotion Harmony der Sinne, duftend zarte Feuchtigkeitspflege, Honig und weiße Schokolade. Ja, ich war damals von diesem Duft so angetan. Ich habe mich verliebt und habe mir, wie gesagt, zwei oder drei Sets gekauft, weil es kam mir dann auch immer mit so einem Duschpuffel und mit einem Duschgel dazu. Und ich finde diese Creme toll. Die ist haltbar bis August 2015. Ihr könnt es erkennen, die Creme ist noch ganz voll. Ja? Ich habe mich nämlich an diesem Duft satt gerochen, weil ich die eine Zeit lang nur verwendet habe. Und mittlerweile ist es einfach so, dass wenn ich dran rieche, dass es mir so ein bisschen den Magen umdreht. Ne? Also das ist jetzt, die Creme ist auch nicht verranzt, sie ist nicht abgelaufen. Nein, sie riecht wirklich noch ganz genauso wie damals, als ich sie gekauft habe. Wirklich nach Honig und Schokolade und süß, aber nicht zu süß. Aber ich merke einfach, es ist nicht mehr mein Duft. Ich werde mal schauen, was ich mit dieser Creme machen werde. Mein Mann mag sie nicht. Ich persönlich muss auch ganz ehrlich sagen, ich mag das nicht, wenn mein Mann irgendwie Produkte verwendet, die eigentlich für Frauen gemacht sind, weil ich muss ja hier gut riechen bei uns im Haus. Ja? Also gut riechen nach Kokos und Vanille. Und also bei meinem Mann mag ich das, wenn der so herbe Düfte, sportliche Düfte verwendet. Das mag ich dann nicht, wenn der irgendwie nach weißer Schokolade riecht. Von daher denke ich auch gar nicht, dass ihm das gefallen würde. Muss ich mal schauen. Vielleicht hat auch hier irgendjemand Interesse. Wenn ja, dann sagt mir da Bescheid. So, dann geht es weiter mit einem Bodyöl. Und zwar auch von Balea. Sehr Balea-lastig bei mir, aber ich finde diese Marke eigentlich ganz gut. Nur die Duschgele mag ich nicht. Also Balea-Duschgele, das ist nicht so meins. Balea Body Oil Harmony, intensiv pflegend mit Kokos- und Vanilleduft. Brauche ich nicht mehr viel zu sagen. Habt ihr damals, glaube ich, in meinem Herbst-Favoriten-Video gesehen. Ein ganz, ganz toller Duft, der mich vom Duft her sehr an das Coconut Passion erinnert. Also das ist doch schon sehr, sehr ähnlich. Ich liebe es hin und wieder, mich mit Öl einzucremen. Also gerade wenn ich jetzt baden bin oder baden war und steige aus dem Wasser, dann trockne ich mich gar nicht groß ab, sondern nehme mir einfach nur einen feuchten Waschlappen und gebe dann ein bisschen von dem Öl auf den Waschlappen und fahre mit diesem Waschlappen über meine Haut. Und die Haut nimmt sich dann so viel an Produkt auf, wie sie gerade braucht. Also ich mache das hin und wieder sehr gerne. Es kommt hier auf die Temperaturen an, wenn es jetzt nicht ganz so heiß ist, weil natürlich glänzt man hinterher und es klebt ein bisschen. Aber in Deutschland habe ich das auch schon sehr gerne gemacht. Oder natürlich einfach mal ins Badewasser mit rein. Also das riecht auch phänomenal gut. Es ist ein ganz, ganz toller Duft. Kommt mit 150 Millilitern, ist meiner Meinung nach sehr ergiebig. Und ja, also auch das ist eine Kaufempfehlung von mir, gerade für die mit sehr, sehr trockener Haut, dass ihr euch eben nach dem Duschen oder nach dem Baden mal mit Körperöl eincremt, mit einem nassen Waschlappen, und dann nimmt sich die Haut einfach an Produkt auf, was sie braucht. So, trinken wir mal ein Stückchen Tee. Das Reden fällt heute doch ein bisschen schwer. Gut, dann geht es weiter mit einer Creme, die habe ich jetzt auch für mich entdeckt. Ich liebe sie. Von Alverde Körperlotion, diese Landpartie. Die kommt mit Lavendelgeruch. Das ist ein ganz, ganz toller Geruch meiner Meinung nach, der wirklich nach richtigem Lavendel und nicht künstlich riecht. Ich finde diese Pflegewirkung von dieser Bodylotion finde ich super. Ich verwende dazu dann auch immer das Lavendel-Duschgel, also auch von Alverde, hatte ich ja auch zugeschickt bekommen. Und diese zwei Produkte in Kombination verwende ich meistens abends. Zum Beispiel gestern Abend habe ich es verwendet, weil es mir jetzt nicht so gut ging und Lavendel bei mir wirklich einen sehr beruhigenden Effekt hat. Und ja, dann habe ich mir ein bisschen Badewasser eingelassen und habe mir dann von diesem Lavendel-Duschgel rein und dann hier mich mit dieser Lavendel-Bodylotion eingecremt.
sie macht wirklich eine sehr weiche Haut, eine babyweiche Haut. Der Duft bleibt jetzt nicht super lange auf der Haut, aber lange genug, um, wenn ich damit abends duschen gehe, dass ich es noch rieche, bis ich ins Bett gehe. Ja, und dann im Bett habe ich ja auch mein Lavendelspray. Und also ich finde es wirklich eine tolle Bodylotion. Würde ich mir auch nochmal nachkaufen, wenn ich jetzt in Deutschland wäre. Ist gut. Ist wirklich gut. Ja. War aber eine Limited Edition, wie ich gerade sehe. Von daher weiß ich jetzt gar nicht, ob ihr an das Produkt noch rankommt. So, das Pendant zu dem günstigen. Ich habe hier ein teures, und zwar von Bath & Body Works. Aromatherapy Sleep mit Lavendel und Vanille. Also ich finde auch hier alleine die Aufmachung, ja, ist ein Traum. Kommt in einer Glasflasche, was bei mir Schüssel, ja, hin und wieder schon mal runtergeflogen ist. Zum guten Glück nicht auf dem großen Zeh, weil der wäre mit Sicherheit gebrochen gewesen. Die Flasche, die ist super schwer, kann ich euch sagen. Aber kommt mit einem Pumpspender, was ich meiner Meinung nach sehr, sehr praktisch finde. Und der Duft von dieser Bodylotion ist der absolute Wahnsinn. Also Lavendel und Vanille. So, wenn man diese zwei miteinander vergleicht, ist die Pflegewirkung von Bath & Body Works natürlich um einiges besser. Also ich finde die von Alverde echt gut, aber das hier ist einfach eine Bodylotion, die schon fast eine Butter ist. Und wenn man sich das auf der Haut aufträgt, man merkt richtig, wie sich das Produkt mit der Haut verbindet, wie das, ja, verschmilzt. Man hat eine mega weiche Haut und der Duft von dieser Bodylotion ist auch der Wahnsinn. Also das riecht so angenehm und so beruhigend, meiner Meinung nach. Ich finde das eine mega tolle Kombination Lavendel und Vanille, und auch das Duschgel habe ich dazu, aber da ich jetzt eben hier das von Alverde zu Hause habe, die günstigere Variante, habe ich mir jetzt gedacht, okay, jetzt mache ich erstmal eine Flasche von dem Alverde und eine Flasche von dem Duschgel leer und dann werde ich wieder an dem Bath & Body Works arbeiten, weil eine Flasche kostet hier, meine ich, $13, ja, $13 für eine Bodylotion ist natürlich nicht günstig und auch das Duschgel hat, glaube ich, $12, $13 gekostet. Da bin ich dann immer so ein bisschen sparsam. Und hier steht auch drauf, relax before sleep, also entspannt vor dem Schlafen gehen, und das tut es wirklich. Ja, 192 Milliliter. So, dann kommen wir zu einer Creme. Ganz schnell, Schätzeleins. Ja, ich weiß, ihr bekommt Tinnitus. Baby, Bodylotion, ich weiß gar nicht mehr, was ich zu dem Produkt sagen soll. Ich habe schon Lobeshymnen, habe ich über diese Creme geschrieben, gesungen, geschrien, wie auch immer. Ich finde diese Bodylotion so, so, so toll. Ganz viele habe ich mit dieser Lotion angesteckt. Mittlerweile haben wir einen Baby-Bodylotion-Fanclub eröffnet, einen Suchti-Club. Wer diese Creme einmal verwendet hat, wer sie liebt, wird sie nie mehr nicht kaufen. Meiner Meinung nach. Ja, also ich finde sie mega toll. Ich liebe diese Creme. Ich liebe den Geruch. Ich liebe die Pflege. Ich kann dazu nicht mehr sagen, als wirklich mal dran riechen. Es hat wirklich so einen Babygeruch. Oh, einen pudrigen Babygeruch. Und eure Haut wird mega weich. Also, Schätzeleins, ich kann zu dieser Creme nichts mehr sagen. Also, ich habe, glaube ich, 150 Videos und in 100 davon habe ich die mit Sicherheit irgendwann mal erwähnt, weil ich sie einfach so toll finde. Ich habe, glaube ich, noch 4-5 Backups. Gucke ich nachher auch, schreibe ich euch auch hier irgendwo hin. Und ja, also Baby Body Lotion ist einfach ein Must-Have bei mir zu Hause und geht gar nicht ohne. So. Ja, dann habe ich hier noch eine After Sun Lotion, und zwar von Banana Boat. Diese Aloe Vera After Sun mit Vitamin E und Aloe Vera. Auch hier könnt ihr erkennen, die ist von mir schon gut verwendet, kommt mit einem Pumpspender. Sie ist super pflegend, gerade nach dem Sonnenbaden.
Sie sorgt dafür, dass die Bräune länger gehalten wird. Sie sorgt dafür, dass der Sonnenbrand schneller abklingt. Sie riecht angenehm. Sie riecht nicht nach Bananen. Das nur mal so nebenbei. Also sie riecht wirklich nach Aloe Vera. Aber der Duft könnte meiner Meinung nach noch ein bisschen frischer sein. Ich verwende sie aber sehr gerne. Ich mag sie. Ich mag auch das Hautgefühl hinterher. Und ich mag sie extrem gerne, wenn wir jetzt am Strand waren oder den ganzen Tag draußen, wenn dann die Haut einfach ein bisschen beansprucht ist, weil ich mit dieser Creme wirklich das Gefühl habe, dass der Sonnenbrand, die Rötungen einfach schneller abklingen und mir fällt auch auf, dass meine Bräune dadurch länger hält. Also wenn man sie regelmäßig anwendet, dann auf jeden Fall. Wenn man sie jetzt natürlich nur alle 4 Jahre mal benutzt, weil man sich mal verbrannt hat, dann nicht. Kommt mit 473 Millilitern, also das sind ja immer Milliliterangaben, das ist ja der Wahnsinn, ne? Also die letzten 27 Milliliter hätten sie ja auch noch dazu füllen können, dass es dann 500 ist, aber gut, das ist dann wahrscheinlich zu viel gewollt. Ist aber eine sehr, sehr tolle Creme, die Feuchtigkeit spendet, würde ich mir auch sofort wieder nachkaufen, weil es ist nicht nur wichtig, die Haut vor dem Sonnen zu pflegen, sondern auch hinterher. Generell immer eincremen, 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 sonst sieht man irgendwann aus wie so ein verbranntes Butterkeks und mit 30 vielleicht schon wie mit 50 und es muss ja alles nicht sein, wenn man es irgendwie, wenn man es verhindern kann oder wenn man ein bisschen mithelfen kann, dass die Haut einfach länger schön und jung aussieht. So, dann habe ich jetzt hier noch eine Bräunungscreme und zwar von Jergens, die Natural Glow. Das ist Medium to Tan, also mittel bis dunkel. Da werden sich jetzt viele von euch fragen, was, sie lebt auf Hawaii, für was braucht die Alte denn eine Selbstbräunungscreme? Ja, aus dem ganz einfachen Grund, Schätzeleins, weil die Mutti rennt ja nicht andauernd buddelnackig in der Gegend rum. Ne? So, also man hat Tanktops an oder wenn man an den Strand geht, einen Badeanzug. Im Bikini werdet ihr mich nicht sehen, um Gottes Willen. Aber natürlich hat man dann einfach diese Tanning Marks und man sieht aus wie, ja, Streifenhörnchen auf Ecstasy, was ich jetzt persönlich nicht ganz so hübsch finde. Und deswegen verwende ich dann zur Bräunungscreme immer gerne für die Stellen wie jetzt den Bauch und den Poppes und natürlich auch die Brüste, dass sich das Ganze so ein bisschen angleicht. Weil Leute, ohne Witz, also wenn ich euch mal zeigen würde, wie ich nackig aussehe oder gerade mit diesen Tanningstreifen, das sieht so lächerlich aus, meiner Meinung nach. Es sieht so bescheuert aus, wenn man einen kreideweißen Arsch hat und Beine, die aussehen wie, ja, wie von Roberto Blanco. Also deswegen versuche ich dann immer mit einer Selbstbräunungscreme ein bisschen nachzuhelfen an den Stellen, die jetzt eben nicht so oft das Sonnenlicht sehen oder bis gar nicht das Sonnenlicht sehen. Diese finde ich mega, mega toll von Jergens, weil sie hat nicht diesen typischen Selbstbräunungsgeruch. Oh, bei uns hat es geklingelt. Muss Schatzi mal aufmachen. Sie hat nicht diesen typischen Selbstbräunungsgeruch. Da riecht man hinterher immer so ein bisschen wie verbranntes Hähnchen. Finde ich persönlich jetzt nicht so angenehm. Diese Creme riecht super frisch. Sie macht eine sehr, sehr schöne, gleichmäßige Bräune. Kein Orange. Man sieht jetzt nicht aus wie so eine vertrocknete Orange oder Mandarine, sondern wirklich eine gesunde, schöne, fast so olivfarbene Bräune. Und ich bin ja vom Typ her, bin ich ja so ein bisschen olivfarben, gelbstichig. Je nachdem, wie dunkel ich gerade bin. Leute, Worte sammeln. Ja, hier ist schon wieder Wortkotze am Start. Bin jetzt hier ein bisschen aus der Spur, weil es bei uns geklingelt hat. Weil bei uns klingelt es ja eigentlich nie. So, ja, auf jeden Fall ist es eine ganz, ganz tolle Creme, die ihr bei mir auch schon gesehen habt, in einem Aufgebraucht, hatte ich mir dann auch wieder nachgekauft. Es ist ein Daily Moisturizer, also eine tägliche Feuchtigkeitscreme. Täglich mache ich das nicht. Ich mache das so zwei, dreimal die Woche, je nachdem, wenn ich mich dann auch gepeelt habe. Also peelen ist vor einem Selbstbräunungsspray, Lotion, Tuch, was auch immer ihr verwendet, ist natürlich sehr wichtig, dass die Bräune auch gleichmäßig wird. Ansonsten seht ihr aus wie ich, Streifenhörnchen auf Ecstasy und glaubt mir, das braucht kein Mensch, weil es sieht nicht hübsch aus.
Aber ganz, ganz tolle Creme, würde ich mir auf jeden Fall wieder nachkaufen. Kommt hier mit einem Pumpspender. Es sind 295 Milliliter enthalten und hat, glaube ich, 8 Dollar gekostet. So, eine weitere Bräunungslotion, die ich mir damals in Deutschland gekauft habe, aus was für einem Grund auch immer. Also ich hatte eine mega lange Liste, was ich mir ja nicht alles beim DM kaufen möchte. Diese Creme stand nicht drauf und wie ich das erste Mal nach über einem Jahr in den DM reingelaufen bin, habe ich mir von Darf diese Sunshine Body Lotion gekauft. Ich muss sagen, ich finde sie toll. Ich finde sie wirklich toll. Also Body Lotion mit Bräunungseffekt, Deep Care Complex für alle Hauttöne. So, es ist eine Creme, wenn man sie das erste Mal aufträgt, gerade wenn man jetzt so dunkel ist wie ich, sieht man nichts. Man hat aber eine schöne Haut, also die Haut sieht gesund aus, sie sieht schön aus, aber sie sieht nicht gebräunt aus. Umso öfter man diese Bodylotion verwendet, umso dunkler wird man. Was ich nicht ganz verstehe ist, weil es steht drauf für alle Hauttöne und es war damals, wenn ich mich richtig zurückerinnere, war das die einzigste Bräunungslotion von Darf. Das bedeutet also, dass helle Mädels diese Creme auch verwenden können. Jetzt überlege ich mir aber, wenn jetzt jemand helles diese Bodylotion verwendet und die 4-5 Mal anwendet, also der sieht ja oder die sieht ja dann wirklich aus wie ein verkohltes Schnitzel. Ich weiß es nicht. Also ob man als helle Frau oder als helle Person sich damit einfach nur einmal eincremt und man dann schon einen gebräunten Effekt hat und ob das dann genug ist oder ob es schon wieder zu viel ist. Da kann ich euch leider nicht Bescheid sagen, aber für jetzt so mitteldunkle Typen wie ich, da könnt ihr euch wirklich 2-3 Mal die Woche mit eincremen und ihr habt dann einfach eine schöne, gesunde Bräune. Auch hier kein Orange, ihr seht nicht aus wie ein Indianer, also ich finde sie sehr gut. Ich mag den Geruch, auch hier ist es ein frischer Duft meiner Meinung nach. Und auch hier hat man keinen Selbstbräunerduft. So, ist nicht mehr viel drin. Die steht bei mir schon auf dem Kopf bis hierher. Würde ich mir aber auch nachkaufen, wenn ich jetzt in Deutschland wäre. Da ich jetzt aber hier in den Staaten lebe, werde ich mir natürlich weiterhin mein Jergens kaufen. Denn solange wie ich hier diese Sonneneinwirkung habe und an manchen Stellen brauner bin wie an anderen Stellen, wird es bei mir zu Hause auch Selbstbräuner geben. So, dann kommt jetzt noch ein Schätzchen, also auch das liebe ich mittlerweile ohne Ende. Ich wusste es nicht und meine Moni Maus hat mich überrascht mit einem Paketchen. Hier, Florena Body Lotion, 24 Stunden Körpermilch mit Shea-Butter und Arganöl für sehr trockene Haut. Ich hatte euch jetzt schon mehrere Male die Handcreme zu dieser Florena Bodylotion gezeigt. Ich liebe diesen Duft von Arganöl und von Shea Butter. Also die Handcreme war ja wirklich schon toll. Und auch da habe ich noch ein Backup. Und ich wusste nicht, dass es von dieser zu dieser Handcreme eine Bodylotion gibt. So, und meine liebe Moni Maus, die hat mich überrascht mit einem Päckchen und da war eben diese Bodylotion drin. Da habe ich hier fast einen Schreianfall bekommen, kann ich euch sagen, denn sie riecht genauso toll wie die Handcreme. Sie pflegt megamäßig gut. Ihr habt eine Haut, also eine Göttin wird nichts gegen euch sein. Es ist eine sehr ölige Bodylotion, so ein bisschen hier wie die Marula-Nuss. Moment, wo habe ich sie? Leichtes Chaos ausgebrochen hier. Hier, von Balea. Also auch die hinterlässt bei euch so einen leichten Glanz und Schimmer auf der Haut, aber nicht unangenehm. Auch hier, sie zieht schnell ein. Der Duft, ich weiß nicht, ob ich es schon erwähnt habe, megamäßig gut. Lasst uns noch über den Duft sprechen, ja, megamäßig gut. Also ich bin so froh, dass mir meine Moni Maus hier diese Creme zugeschickt hat, dass ich die jetzt auch mal testen konnte. Und ja, ganz, ganz tolle Creme, auch hier unbedingt mal die Nase ranhalten.
weil ich glaube, dieser Duft, ich glaube, den Duft werden viele mögen. So, meine Lieben, dann noch eine Bodylotion von meiner lieben Marion zugeschickt bekommen, und zwar das Dalaran Olive. Da hat sie mir Moisturizing Cream Hand and Body. Hier hatte ich euch auch eine Handcreme in die Kamera gehalten. Beim Aufgebraucht war das. Hatte euch erzählt, wie fantastisch ich den Duft fand, wie toll ich die Pflege fand und wie meine Maus in Urlaub war, hat sie mir dann diese Bodylotion mitgebracht, und ich muss sagen, ich liebe sie. Sie ist so, so, so toll. Also dieser Duft, der ist wahnsinnig, wahnsinnig frisch. Gerade in Verwendung mit dem Palmolive, Olive und Feuchtigkeitsmilch. Hinterher dann diese Creme aufgetragen, und ihr riecht so frisch wie eine Blüte. Also da hat sogar mein Mann schon gefragt, ob er diese Creme mal ausprobieren darf. Da habe ich gesagt, probieren ja, aber die bleibt bei mir im Badezimmer, weil ich die echt toll finde. Und da teile ich auch nicht. Also da bin ich echt mega sparsam, weil ich weiß nicht, ob man die online bekommt oder ob man die in Deutschland irgendwo bekommt oder wirklich nur in der Türkei. Und ich finde sie einfach so, so, so toll von der Pflege und von dem Geruch, dass ich wirklich sage, Leute, wenn ihr in die Türkei fliegt, schaut euch dieses Produkt mal an. Es ist mega toll. Oh, ich könnte, auch hier, ich könnte Lobeshymnen, könnte ich schreiben. Super, super lecker. Also vielen, vielen Dank nochmal, liebe Marion. Ganz dicker Knutscher an dich. Ich weiß auch nicht, was die kostet. Kann ich euch nichts sagen, aber ich würde für diese Creme, ich glaube, ich würde 10 Euro würde ich investieren. Also sie ist wirklich gut. So, hatten wir hier eigentlich schon vom Duft gesprochen? Spaß. So, dann habe ich jetzt noch eine Creme, und zwar ist das von Balea, die Bodycreme Kokos. Die kommt hier in diesem riesen Pot mit 500 Millilitern. Die ist bei mir aber noch zu. Da weiß ich auch nicht, wie sie riecht oder wie sie von der Pflege ist. Habe ich zugeschickt bekommen von einem Schätzelein, wie soll es auch anders sein, ja? Ich bin ja hier gesponsert, ohne Ende, aber nicht von Chibo und GHD und was weiß ich, was es nicht alles gibt. Nein, ich bin gesponsert von meinen Schätzeleins, weil meine Schätzeleins, die sorgen immer dafür, dass Moody alles zu Hause hat. Und ja, ich habe momentan einfach so viele Cremes offen. Es gibt bestimmte Bereiche, da mag ich es nicht, wenn zu viele Produkte offen sind, wie zum Beispiel bei Gesichtsprodukten, Waschgele oder Peelings, ja. Aber was Bodylotions und Duschgels angeht, bin ich ein absolutes Opfer, also wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Aber bei dieser Creme habe ich mir jetzt gesagt, nein, da warte ich, bis ich die aufmache, bis ich zumindest 2 Bodylotions aufgebraucht habe. Und dann kommt die Bodycreme Kokos zum Einsatz. Und da bin ich dann auch ganz gespannt, weil Kokos und ich, ja, also wir sind verwandt miteinander, wir lieben uns und geht nichts drüber. Also, genau, wie gesagt, hier dann noch meine Fußcreme, das kommt jetzt hier wieder rein. Dann habe ich hier noch so ein paar kleinere Dinger, so ein paar Pröbchen. Einmal von Mitchell & Peach, die Bodycreme. Da muss ich ganz ehrlich sagen, die mag ich vom Duft her nicht so, weil die bei mir auf der Haut ganz, ganz komisch riecht. Aus der Tube heraus erinnert sie mich an meine Kindheit, weil die so ein bisschen nach Kamille riecht. Erinnert mich irgendwie an Kindergarten, keine Ahnung warum, aber auf meiner Haut riecht es leider wie, riecht eklig, riecht wirklich eklig. Dann habe ich hier jetzt momentan noch eine von Signorina Body Lotion. Das ist diese hier. Die ist sehr angenehm vom Duft her, sehr frisch pudrig. Die verwende ich morgens immer sehr gerne für meine Arme. Brauche ich mir jetzt heute nichts mehr drauf knallen, weil ich glaube, ich habe jetzt hier, glaube ich, ich habe hier jetzt 12 verschiedene Body Lotions drauf. Und dann nochmal hier von Especially Ascada, diese Body Lotion. Die verwende ich auch sehr gerne, wenn ich jetzt zu Hause bin und jetzt kein Parfum oder Bodyspray verwenden möchte, weil die vom Duft her wirklich sehr intensiv ist. Sie ist vom Duft her auch lecker. Es ist nur nicht meins. Ja, also es ist mir zu, ein Ticken zu süß. Aber so für zu Hause geht es eigentlich, und die Pflegewirkung ist jetzt auch nicht ganz so der Puller.
Sie gibt ein bisschen Feuchtigkeit. Ich denke, so für normale bis mitteltrockene Haut ist es okay. Werde ich jetzt auch weiterhin aufbrauchen und würde ich mir jetzt aber in Full-Size-Größe natürlich niemals nachkaufen. So, jetzt gucke ich mal. Also meine Box ist leer. Habe ich hier noch was? Nee, da sind dann nur noch ein paar Backups drin und meine Duschgele. Ja, meine Lieben, dann war es das jetzt also. Ja gut, wir sind jetzt aber auch schon knapp 50 Minuten dabei. Dann räume ich das jetzt hier natürlich alles wieder ein und werde mich weiter an meinem Badezimmer zugange machen. Das nächste wird eventuell meine Maskensammlung werden. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil auch da haben ja viele gesagt, dass sie gerne mal meine Maskensammlung sehen würden. Habt ihr denn auch Lust an Duschgel-Sammlung? Also generell alles, was Sammlung angeht, scheint ihr sehr gerne zu schauen. Also dann würde ich sagen, arbeiten wir uns jetzt in den nächsten Wochen mal durch, was meine ganzen Sammlungen angeht. Und ja, erzählt mir doch mal heute in den Kommentaren, was ist eure allerliebste Bodylotion, auf die ihr nicht mehr verzichten könnt. Die Leute, die ich mit Baby-Bodylotion oder hier mit dieser Balea Kokos und Shea Nuss anfixen konnte, schreibt mir das auch mal in die Kamera. In die Kamera? Wieso sage ich denn immer, schreibt mir das in die Kamera? Schreibt mir das auch mal in die Kommentare und ja, lasst mich wissen, ob ihr sie genauso toll findet, weil es ist mir immer wichtig, wenn ich euch anfixe, dass ihr die Produkte genauso gerne benutzt und mögt wie ich. Weil wenn ihr etwas kauft auf meine Empfehlung hin und es dann nicht mögt, dann finde ich es immer ein bisschen schade. Ja, also wie gesagt, was ist eure beste, beliebteste, tollste Bodylotion? Wen konnte ich mit Balea, Kokos und BB anstecken und findet ihr sie genauso toll? Das sind jetzt mal meine Fragen für heute. Ich werde mich jetzt hier weitermachen an meinem Badezimmer, werde jetzt aber erstmal, glaube ich, ein bisschen warmen Tee zu mir nehmen, weil ich merke jetzt echt, wie mir mein Hals kratzt und ich bekomme ja auch Schweißausbrüche und naja. Nächste Woche sieht das Ganze schon wieder anders aus und dann ist die Mutti auch wieder fit. Ich wünsche euch somit einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf. Wartet mal. Ich meine, dass ich noch zwei Bodylotions im... Oder habe ich die vorhin raus? Oh Gott, Leute, ich bin total neben der Spur. Sollte ich noch mehr Bodylotions haben, werde ich euch ein Bild oder so hinten ranhängen. Ich bin mir jetzt echt nicht sicher, ob ich vorhin an meinem Backup-Schrank war und da noch die zwei Bodylotions raus habe. Und wenn ja, welche waren das denn dann? Mutti wird alt. Okay, also, bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!